Derp, 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 derp. Hi Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind wieder zurück mit einem klitzeklitzekleinen Case-Opening. Viel ist nicht, 7 Kisten habe ich hier. Kostet halt auch alles Geld, ist Ende vom Monat, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Ich würde sagen, wir machen gar nicht allzu lange rum und fangen direkt mal an hier mit der Spectrum 2 Case. Und schauen, ob wir heute mal irgendwas Schönes rauskriegen. Also hier ist eigentlich wirklich nur so ab Red Skin aufwärts. Der Rest finde ich einfach nicht so schön. Aber das ist ja auch alles Ansichtssache. Aber mal gucken, ob wir überhaupt irgendwas ansatzweise kriegen. Vielleicht haben wir ja endlich mal Glück. Ich bezweifle. Ja. Morris ist jetzt nicht so der Hit. Ja, was will man auch sagen, ne? So. Dann machen wir zwischendurch eine Danger Zone auf, weil davon haben wir am meisten. Schön das Glück rausschütteln. Einmal Golden Border. Naja, orange, knapp am Gold vorbei, ne? Naja. So. Was haben wir denn noch? Prisma, Horizon, Clutch. Nehmen wir die Horizon als nächste, so ein bisschen durcheinander. Ich fände halt die Neon Rider schon echt sexy, so in Stat-Track würde ich nehmen, auf jeden Fall. Natürlich hier die Deagle auch, oder klar, Golden Border auf jeden Fall. Ja, ne, da hätte ich lieber die AWP genommen, weil, ja, erstens mal, wer spielt schon Revolver und dann auch noch das hässliche Ding. Aber was will man machen? So, ich brauche noch einen AWP-Skin, davon habe ich nämlich noch keinen. Also bitte. Ja, nicht ganz eine AWP, so ziemlich genau das Gegenteil, eine Stotflinte. Ja. Nehmen wir direkt die nächste Danger Zone. Die Neo Noir in dem Fall dann bitte in Stat FN. Na, immerhin die Phosphor, leider nicht in Stat-Track, aber immerhin mal ein Pink-Skin. Ich spiele die aber sowieso nicht, die MP5. Also von dem her, aber bis jetzt der beste Skin, wo wir gezogen haben. Ist denn die überhaupt noch was wert? Schauen wir doch mal. Ich bezweifle nämlich. Oh doch, die wird immerhin noch 3,80 Euro. Haben wir immerhin eine Kiste wieder drin, bisschen mehr. Sie ist ja auch gar nicht so hässlich, aber wie gesagt, ich spiele die MP5 halt gar nicht. Also auch nichts für mich im Endeffekt. So, dann machen wir die Prisma, gucken, ob vielleicht hier noch was Schönes rauskommt. Das ist ja die aktuellste Kiste gerade. Haben wir letztes Mal immerhin die AK gekriegt für 4 Euro und diesmal natürlich der abgeranzte Scheiß überhaupt. Ja. So, zu guter Letzt die Clutch Case, in die setze ich immer meine ganze Hoffnung. So eine M4A4 Neo Noir instead oder natürlich Gloves auf jeden Fall. Wären ein Träumchen. Wird wahrscheinlich nichts davon kommen. Ja, nochmal blau. Yippie. Aber immerhin Stat-Track. Aber naja, wer will das Ding schon spielen? Machen wir irgendwann mal Trade-Up davon oder sparen auf neue Kisten. Das war's schon wieder. Hat sich echt gelohnt. War ein Reinfall. Alles in allem vielleicht 4 Euro zusammen, dank der MP5. Aber ansonsten kam nichts dabei rum. Was sagt uns das wieder mal? Case-Openings lohnen sich einfach nicht an dieser Stelle. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wie immer. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.